jetzt um den nächsten Urlaub geht, wie lade ich meine elektrischen Geräte auf? Wie betreibe ich meine elektrischen Geräte, Handy, Laptop und alles, was den Urlaub so ein bisschen erträglicher macht, wenn ich unterwegs bin? Und erträglich? Ich möchte, ja, okay, das ist vielleicht das falsche Wort. Es gibt schon viele unserer Kunden, die sehr, sehr gerne campen gehen. Ja. Ne? Aber das sind Kunden, die schon sehr, sehr gut ausgestattet sind mit dem ein oder anderen Gadget. Wir haben hier von kleinen bis ganz großen ganz tolle Solarpaneele, die Sie mit Energie versorgen. Denn wenn man eins hoffentlich genug hatte im Urlaub, dann Sonne. Ja, hoffentlich haben Sie genug Sonne. Wie Sie sich unterwegs mit Strom versorgen können, da fangen wir mal an mit diesem unglaublich coolen Solarpanel für Handys, für E-Book-Reader, für Soundboxen, alles, was einen USB-Stecker cool. hat, kann man hier mit laden. Jetzt denken Sie, oh, das ist aber klein, da kann ich nicht viel bei rumkommen. Doch, das kann man nämlich hier ganz cool auffalten. Schauen Sie das mal an. Und dann haben wir hier tatsächlich vier Solarpanel, die Ihnen dann hier die Ladung für Ihre Mobilgeräte wieder garantieren. Es gibt ja nichts Schlimmeres für viele Leute, als wenn sie mit dem Handy keinen Saft mehr haben. Ne? Da gehöre ich auch dazu. So? Ja, ja, auf jeden Fall. Es geht gar nicht darum, dass ich viel am Handy rumdaddeln würde oder sowas. Mir geht es da ja immer um den Sicherheitsaspekt. Gerade wenn du unterwegs bist, vielleicht sogar in einem fremden Land, dann gibt mir das Sicherheit, wenn ich weiß, ich kann jemanden im Notfall erreichen, telefonisch. Mhm. Aber gerade wenn wir über Urlaub sprechen. Ich meine, das sind Orte, die ich neu entdecke, da kenne ich mich nicht so aus. Da habe ich sehr viel mein Handy in der Hand für Navigation, um mir Restaurantempfehlungen anzugucken und so weiter und so fort. Und da ist es wirklich bei mir auch ein Muss, dass ich mir so eine Reserve für so einen ganzen Tag mitnehme, weil mein Handy-Akku macht sehr, sehr schnell schlapp. Und ich finde es schön, dass du hier, also ich habe so eine kleine Tasche, wenn ich auf so Städtetrips beispielsweise unterwegs bin, habe ich meistens so eine kleine Umhängetasche dabei. Ja. Da würde perfekt mein Geldbeutel reinpassen, mein Handy reinpassen und dieses Solarpanel. Ja, ist fantastisch, ne? Guck mal, du hast hier sogar so Ösen, kriegst noch Karabinerhaken dazu. Wenn du jetzt mit dem Rucksack unterwegs bist, das kannst du es ganz einfach hinten am Rucksack hängen lassen und dabei deine Mobilgeräte laden. Wir haben hier einen ganz normalen USB-Stecker, hier ist der. Da können Sie dann Ihre Mobilgeräte reinstecken und dann werden die hier tatsächlich mit 10 Watt die ganze Zeit, wenn die Sonne raufknallt, wieder geladen. Auch ideal für einen Strand zum Beispiel. Oh, ne? Man geht ja meist morgens, man will ja die Sonne genießen. Am Strand will man dann natürlich auch sein Handy benutzen, will vielleicht auch will erreichbar sein, natürlich. Mhm. Gerade im Urlaub will man vielleicht am Strand, wenn der Rest der Familie irgendwas anderes macht, da ist man hier erreichbar, kann natürlich auch dann sein E-Book-Reader lesen, man kann sein Tablet benutzen, alles, was mit USB-Strom geht, können Sie hier anschließen. Und wie gesagt, durch diese vier Solarpanel kriegen wir hier 10 Watt zusammen. Wir haben gleich noch andere Solarpanels, die ein bisschen größer sind, aber das ist ein super Start, vor allem für diesen Preis. Ja, also unglaublich, 24,69 €. Ich will es die ganze Zeit anfassen, darf ich mal? Aber selbstverständlich. Ich finde das genial, das sind richtig schöne große Solarpanel auch. Ja. Ich sehe hier auch eine kleine Außentasche, habe ich auch noch. Ja. Das ist ja ideal, dann kann ich da mein Handy reinstecken. Schauen Sie mal hier. Hier das Handy rein, dann ist es hier sicher verstaut. Dann habe ich hier meine Solarpanel. Also wunderbar. Und ich muss das jetzt mal einmal zusammenklappen. Es ist ja so wenig Platzaufwand. Es ist wirklich sehr, sehr wenig Platzaufwand hier. Zusammengefaltet so knapp 19 x 11 cm und auseinandergeklappt haben wir hier einen halben Meter fast an Sonnenenergie, die wir einfangen können. Karabinerhaken kriegen Sie auch dazu, wirklich ganz praktisch. Ja, da kann man auch mal so ans Zelt festbinden, so von außen. Und dann mit einem Ladekabel eben hier seine Mobilgeräte laden, während man sonst alles Mögliche machen kann. Aber hiermit hat man halt immer Strom. Das ist halt wichtig für diese Mobilgeräte. Mega. Weil gerade wenn man diese elektrischen Geräte dabei hat, dann will man die auch benutzen und keine Angst haben, dass ständig der Akku leer geht. Also ich bin echt begeistert. Das ist wie so ein kleines Strommäppchen. Ja, ja, ja. Ein Mäppchen voller Solarpaneele, was Sie ganz einfach mitnehmen können. Für ganz kleines Geld nehmen Sie das doch direkt mit in den Einkaufswagen. Dann haben Sie es für den nächsten Urlaub oder vielleicht auch Städtetrip. Da ist das genauso gut oder vielleicht auch grundsätzlich im Alltag. 24,69 € ist für so eine Power, die Sie damit bekommen, echt kein Preis. Die Bestellnummer ist die ZX 7384.
und die 5, 6, 9 einfach durchdacht. Also ich verstehe gar nicht, warum ich überhaupt noch mein Handy am Strom lade, wenn es so herrliche Möglichkeiten gibt. Du kannst ja auch, zum Beispiel deine Powerbank dran laden. Das ist auch so eine Sache, weißt du? Mhm. Du sammelst die Energie tagsüber ein und hast dann abends, kannst dich darauf verlassen, dass du mit der Powerbank dann eben noch weiter Strom hast. Ja, super. Ich finde das genial, diese Möglichkeiten, die man heute hat. Ne? Ja. Solarenergie war früher so, damit kenne ich mich nicht aus, das klingt kompliziert. Und da muss man löten und schrauben und Elektriker fragen. Schauen Sie mal, was ich als nächstes habe hier. Wieder ein faltbares Solarpanel, das ist so, also mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist sehr, sehr robust, aber sehr, sehr flach und dünn. Dadurch lässt er sich natürlich sehr flach zusammenlegen hier. Und hier haben wir jetzt schon eine deutlich größere Leistung, doppelt so viel hier, mit 20 Watt, die wir hier rausholen. 21 Watt, vom Prinzip her genau das Gleiche. Auch hier haben wir diese Ösen, dass man es ganz bequem aufhängen kann. Und hier auf der Rückseite, und das ist ganz interessant, schauen Sie mal drauf hier. Hier ist der USB-Stecker, wo ich dann mein Kabel reinstecken kann. Und hier haben wir jetzt eine Anzeige, wie viel Watt, wie viel Strom gerade rauskommt. Mhm. Jetzt habe ich es hier gegen mein Hemd, wenn ich es mal ein bisschen vorhin, also eben als ich es genau in die Scheinwerfer gehalten habe, da sehen Sie es, es leuchtet ein bisschen. Und dann können Sie sehen hier, wie viel Watt jetzt hier alleine durch die Reflexion meines Hemds da reingefangen werden. Weil wir halt hier diese riesengroßen Solarpanel haben. Was anderes noch dazu hier, das ist ja relativ starr. Das kannst du auch hier, das finde ich sehr gut gemacht, ist so ein Fuß drin, dass ich es also auch hinstellen kann. Ja. Und dann eben ist es genau im richtigen Winkel zur Sonne, um eben das Maximum an Energie einzufangen. Jetzt überleg dir das mal. Du bist gerade mit deinem Wohnmobil unterwegs und hast dich dann aufgebaut, hast dein Tischchen draußen, dann stellst du das auf dem Tischchen ab. Ja? Und dann hast du hier direkt die Reserve für dein Handy, für deinen E-Book-Reader, hast du gesagt, Tablet, E-Book-Reader, PC. Tablet, kann ich nebenbei mal Powerbank. Ein paar Sendungen schauen oder so. Du kannst hier wirklich, es ist ein USB-Port dran hier und da kann ich alles reinstecken, was eben Strom über USB bekommt oder womit ich meine Geräte laden kann. Die Größe hier finde ich auch super, das ist so ungefähr ja, wie so ein altes Schulheft, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Und die Optik ist auch klar. Ich finde das halt toll, weil das hier auch noch so robust ist. Ne? Das ist richtig hier harter Kunststoff, aber dabei eben dadurch auch super flach. Auch wieder ideal. Ja. Die sind alle wind- und wetterfest hier. Das heißt, die kannst du locker zum Strand mitnehmen, sind natürlich auch staubgeschützt und sandgeschützt. Und ich finde gerade am Strand, das passiert häufig, dass man dann in der Hitze, gerade wenn das Handy die ganze Zeit in der Sonne liegt, dann entlädt sich das sowieso von alleine schon immer. Ne? Und hier ganz einfach neben sich legen, dann haben sie den ganzen Tag über Strom hier. Hier kommt wirklich sehr viel Strom, um ihrem Handy wieder Saft zu geben oder ihrem E-Book-Reader oder egal welches USB-Gerät, das können sie hier reinstecken und das wird dann direkt von der Sonne mit Strom versorgt. Ich muss dir das auch wieder abnehmen. Ich weiß nicht, warum das Produkte sind, die ich immer selber anfassen will, aber ich finde das so cool, dass ich Solarpaneele in so kleiner Form dabei haben kann. Es ist super leicht, super flach und wenn Sie sowieso Ihr Tablet-PC beispielsweise mit dabei haben, dann passt das hier direkt daneben, dann haben Sie beides zusammen da. Auch diese Anzeige finde ich einfach super. Ist das nicht toll? Echt genial, richtig gut mitgedacht, auch mit diesen Karabinerhaken. Gerade wenn wir mit dem Zelt unterwegs sind, ist es optimal, um es da anzubringen oder auch um es auf dem Tischchen oder auf der Erde einfach mal hinzustellen. Hier sehen Sie auch diese Hightech-Beschichtung, die genau diese Powerbank... Ja, salzwasserfest, robust und leicht. Das fasst das so ziemlich zusammen. Genau. Das ist diese Äfte-Beschichtung. Das ist eben das, was diese Powerbank, dieses Solarpanel versucht. Ne? Ja. Aber das ersetzt ja eine Powerbank komplett eigentlich, wenn du dein Handy direkt ranstecken kannst. Ich muss noch mal kurz gucken für die Bestellnummer. Die ZX3336 und die 569 ist das. Auch hier haben wir einen richtig guten Preis, wenn Sie sich überlegen, dass Sie sich so viel Stress unterwegs sparen, wenn Sie nicht immer wieder gucken müssen, wo lade ich mein Handy auf, wenn Sie nicht immer die Ressourcen auch einsparen müssen. Ne? Ich kenne das von mir, wenn ich dann nur noch 20-30% Akku habe, dann fange ich schon an, mich zu zügeln und
Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache unterwegs im Urlaub. Sie wollen einfach frei sein, sie wollen sich frei fühlen. Und wenn Sie da noch mehr Geräte haben, die Saft brauchen, sprich Sie noch mehr Solarenergie brauchen, dann haben wir hier noch mal eine nächstgrößere Variante. Hier würde ich jetzt auch wieder von einem Solarpanel-Mäppchen sprechen. Ja, das ist wieder ein Solarpanel-Mäppchen. Die sind aber trotzdem wirklich sehr robust. Die sind also richtig festes Material innen drin. Und jetzt denken Sie, ja, das ist ja noch kleiner als das, was wir vorhatten. Hat auch ungefähr die gleiche Größe, wenn es zusammengefaltet ist. Aber auch dieses Solarpanel ist natürlich ein Falt-Solarpanel. Und schauen Sie mal, hier haben wir jetzt noch mehr Fläche, noch mehr Solarpanel. 4 Stück, die riesengroß sind. Das liefert mir noch mehr Strom. Und das Coole hier dran ist, dass ich hier 2 Geräte gleichzeitig anschließen kann. Wir haben hier 2 USB-Ports. Ja, super. Also das ist so das Königsmodell, sage ich mal. Natürlich auch wieder mit Karabinerhaken. Das ist ganz einfach am Zelt, am Rucksack, überall einfach festmachen können. Fantastisches Solarpanel. Könnte auch der Sprachübersetzer dann dran, ne, beispielsweise. Oh, es gibt so viele Geräte, die man richtig vermisst, wenn sie keinen Strom haben, irgendwo unterwegs sein. Ja. Nee, für Strom sollten Sie unbedingt sorgen. Hier in ganz kompakter Art und Weise. Da finden Sie auf jeden Fall Platz, auch mal im Rucksack unterwegs. Die Bestellnummer ist die ZX3375 und die 569. Wir haben gerade drüber gesprochen. Allerlei Geräte, die Sie so missen würden, wenn Sie die nicht aufladen könnten. Allerlei Geräte bedeutet oftmals auch allerlei Anschlüsse, dass wir das richtige Datenkabel hier noch für Sie haben. Ja, vor allem gerade unterwegs brauchst du ja wirklich ein robustes Kabel. Ich gebe dir mal das eine Ende, dass Sie auch sehen können, wie lang das ist. Und hier haben wir jetzt die drei gängigsten Kabelanschlüsse dran. Auf der einen Seite haben wir USB-C, wir haben den Micro-USB und den Lightning für die Apple-Geräte. Auf der anderen Seite haben wir den normalen USB-Anschluss und können das sogar per USB-C laden. Ganz interessant, es gibt ja immer mehr Netzteile, die inzwischen USB-C benutzen, soll ja auch die Norm werden. Super robust, das hält viele, viele Jahre. Schauen Sie mal, diese ganzen Anschlüsse haben Sie jetzt an einem einzigen Kabel dran. Das ist einfach nur optimal, gerade für unterwegs, weil Sie sich nicht entscheiden müssen, welches Kabel nehme ich jetzt mit und dann haben Sie vielleicht noch eins vergessen. Am besten hier alle Kabel direkt zur Hand haben. Ich finde den Preis auch super gut. 9,49 Euro zahlst du schon mal für nur eins dieser Kabel. Hier hast du alle Anschlüsse, hast dann auch noch diese super Textilummantelung. Da bin ich ja auch immer Fan von. Ich kaufe nur noch Kabel mit genau dieser Ummantelung, die weil die viel länger, robuster sind. Unbedingt mitbestellen. Das muss auf jeden Fall mit in den Reisekoffer, in die Reisetasche oder ins Campingmobil mit der ZX8543 und der 569. Gerne auch mal zu Hause noch mal eins bestellen. Vielleicht nehmen Sie dann doch 2 noch mal mit. Dann sind Sie da gut ausgestattet. Aber es gibt auch schon mal ein paar größere Geräte, an die ich denke. Wenn ich mir jetzt so den schönsten Campingurlaub ausmalen würde, dann wäre das wirklich so ein Zuhause, indem es mir an nichts fehlt, was ich einfach mitnehmen möchte. Und das beinhaltet viele Geräte, wo ich, um ehrlich zu sein, sagen würde, ja, finde ich da überhaupt richtig Strom dafür? Lohnt sich das überhaupt, wenn ich immer suchen muss nach Strom? Oder wenn die Geräte grundsätzlich viel, viel Strom verbrauchen? Und ach, auf dem Campingplatz kann das auch schon mal teuer werden. Ja. Super lästig, aber nicht mit den folgenden Produkten, die wir Ihnen mitgebracht haben. Ingo, ich hätte hier zum Beispiel einen Laptop. Ja. Da habe ich auch super tolle Serien drauf und möchte da gerne abends, wenn ich mich gemütlich ins Zelt einkuschel, möchte ich gerne hier meine Serie angucken. Aber ich möchte nicht, dass irgendwann der Strom leer ist. Ja, wenn du es von zu Hause mitnimmst, hält es einen Abend, wenn es hochkommt, sage ich mal. Ja, ich würde es dauerhaft betreiben. Ne, ja, du willst es dauerhaft betreiben. Es gibt sogar Solaranlagen, die Sie mitnehmen können. Ich habe hier mal die erste, die wir Ihnen vorstellen wollen. Das ist ein sogenanntes Powerpack, ein Energiekoffer, eine tragbare Steckdose. Das ist im Prinzip ein riesengroßer Akku. Und Sie sehen schon, der hat hier 230 Volt, der hat USB und der hat 12 Volt. Das heißt, mit dem kannst du deinen Laptop jetzt schon mal diverse Male wieder aufladen. Können wir einfach mal reinstecken? Ja, natürlich. Gerne. Du siehst, im Moment passiert da gar nichts. Nö. Weil der Akku, den habe ich extra alle gemacht vorher. Die halten ja auch nicht mehr so lange heutzutage. Jetzt kannst du hier tatsächlich... Aha. Guck, er startet. Wuhu. So, Experiment jetzt kann es losgehen mit dem Serienmarathon. So, das ist ein Akku, klar. Ein Akku ist irgendwann alle. Tada. Was machen wir dann? Wir brauchen ein Solarpanel, mit dem wir das wieder aufladen. Und Sie sehen, ich habe den Energiekoffer, ich nenne es mal so, habe ich einfach rübergetragen. Und das hier
ist das Solarpanel. Und auch das lässt sich ganz einfach tragen und transportieren und lädt jetzt diesen Energiekoffer, wie so eine Powerbank, immer wieder auf. Ein riesengroßes Solarpanel. Sieht nicht so groß aus, aber Sie werden es gleich sehen, wenn ich das auseinanderfalte. Das ist halt die Mobilität. Ne? Dass, obwohl wir hier ein riesengroßes Solarpanel haben, ist es transportabel. Kann ich jetzt das hier aufstellen? Das wird auseinandergeklappt und dann steht es auch gleich richtig zur Sonne. Da sind Standfüße drin. Und dann, wie kriege ich denn den Strom jetzt dahin? Ist ein 5 Meter langes Kabel dabei. Ne? Das hat sich hier in den Füßen ein bisschen eingefangen. Muss ich mal eben rausholen. Habe ich ein 5 Meter langes Kabel, was ich dann ganz einfach hier in meinen Energiekoffer reinstecke. Ich sehe auch direkt, wo rein. Ja, da kann man auch gar nichts falsch machen. Moment, Kabel drehen. So, und jetzt kann ich hier Strom rausnehmen für meinen Laptop. Genau. Und gleichzeitig kommt Strom rein, sozusagen. Richtig. Wunderbar. Das ist ein Akku, also ein Speicher. Den laden Sie die ganze Zeit auf, solange das Solarpanel hier verbunden ist und im Tageslicht steht. Man braucht ja nicht mal Sonne. Mhm. Wenn man mal so einen verregneten Urlaub hat, dann ist es ja noch wichtiger, dass man Strom hat für seinen Laptop zum Beispiel. Dann kann man sich hier eben selber mit Strom versorgen. Und das ist das Fantastische hier. Es ist ein komplettes Solarkraftwerk, mit dem Sie Ihren eigenen Strom erzeugen und den dann auch gleich benutzen können. Ideal zum Camping. Ideal, wenn Sie irgendwo draußen unterwegs sind, können Sie hier alles, woran Sie zu Hause gewohnt sind, ganz normal weiter benutzen. Dein Laptop zum Beispiel, worauf könntest du noch nicht verzichten? Also ich glaube, ich würde meine Kaffeemaschine dann gleich noch mitnehmen. Oh, ich auch. Das wäre mein erstes, glaube ich. Ein Wasserkocher würde ich noch mitnehmen. Ja. Das wäre auch noch schön. Und dann gibt es so Geräte, weiß ich gar nicht, sowas wie zum Beispiel ein Haartrockner, geht das auch noch? Das geht auch. Geht auch. An diesem Gerät können Sie Strom rausnehmen, bis zu 2000 Watt. Das ist enorm. Wow. Ich weiß gar nicht, was bei mir außer meinem E-Herd zu Hause in der Stromkategorie liegt. Eine Fritteuse, so ein Elektrogrill, das sind die ganz großen Stromverbraucher. Kann ich jetzt unterwegs betreiben? Ein Fernseher. Unser Fernseher hier im Studio braucht 200 Watt. Das heißt, hier mit 2000 Watt, da lacht dieser Speicher drüber. Jetzt kommt die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Mein Gott, ich bin unterwegs und denke, muss ich Radio hören? Wie kriege ich denn jetzt das Spiel auf dem Fernseher? Nehmen Sie den Fernseher einfach mit und schließen den da an und können dann richtig hier ja, den Sommer genießen. Das sind alles so Geräte hier, bis zu 2000 Watt. Und das kann man wirklich alles hier dran anschließen. Ist das nicht genial? Da kannst du ja richtig kochen unterwegs, ne? Nehme ich eine Herdplatte nochmal mit, so hier so ein Grillding. Ja. Ist ja wunderbar. Muss ich auf nichts verzichten? Du musst auf nichts verzichten, weil du hast Kaffee gesagt, ne? Ich gehe gerne campen ab und zu mal. Aber was mich wirklich nervt, ist immer dieser Bunsenbrenner, wo dieser Alutopf drauf ist. Da wird Kaffeepulver reingemacht. Und dann muss man das ganz vorsichtig trinken, dass man den ganzen Kaffeesatz zwischen den Zähnen hat. Kennen wir alle das Gefühl. Hier kann man richtig, du kannst einen Kaffeevollautomaten mitnehmen, mein Gott. Mhm. Hier sind wirklich keine Grenzen gesetzt mit diesem Gerät. Es ist wirklich sehr langlebiger Akku. Das ist das Besondere hier auch nochmal. Weil klar, Akkus kennen wir vom Handy, kennen wir vom Laptop. Da kann man froh sein, wenn man nach 2-3 Jahren noch die Hälfte der Leistung drin hat. Hier haben Sie tatsächlich 2000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Irre. Der hält heute genauso wie in 10 Jahren. Das ist fantastisch. Ja, vor allem, weil das den Preis ganz schnell in ein ganz anderes Verhältnis setzt, wenn du weißt, das hält nicht nur für den nächsten Campingurlaub, sondern das hält für die nächsten Campingurlaube und Jahre. Also das ist wunderbar. Vor allem diese Solarpanel kann man ja kurz mal am Rande erwähnen, wo wir jetzt so viele Anwendungsgebiete hier auch sehen. Das werde ich ja nicht nur für den Campingurlaub dann benutzen. Das werde ich ja zu Hause auch immer wieder benutzen. Ja, zu Hause gibt es auch so viele Anwendungen. Wir haben das eben gesehen, mal den Autostaubsauger, also einen richtigen Staubsauger, nicht so ein Handgerät. So ein richtig leistungsstarker. So deinen richtigen leistungsstarken, den du zu Hause hast, kannst du jetzt dafür benutzen. Staubsauger sind mit 900 Watt begrenzt, das heißt, hier könntest du sogar zwei Staubsauger anschließen. So kraftvoll ist das. Mal draußen Musik hören, mal eine Gartenparty machen. Du kannst ist ja eine tragbare Steckdose im Prinzip, die sich immer wieder mit Strom auflädt. Also für unterwegs, für zu Hause, für draußen ideal gemacht. Wir haben hier übrigens zwei Bestellnummern, gleich kommt noch die andere. Es gibt zwei verschiedene Steuermodelle für diese Kombination für Solaranlagen. Sie können einmal mit 19%, also herkömmlich, wie hier im Campingbereich, bestellen.
bestellen. Wenn Sie es nur zu Hause einsetzen, und das ist die Bedingung, wenn Sie es nur zu Hause einsetzen oder bei angrenzenden Objekten, dann dürfen Sie tatsächlich mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Hat auch unglaublich viele Vorteile. Ja, hier sehen Sie die Anwendungsgebiete nochmal aufgeschlüsselt, wann Sie mit der 19% Mehrwertsteuer bestellen, wann mit der 0% Mehrwertsteuer bestellen. Wenn wir vom Camping-Einsatz sprechen, wie gesagt, dann bestellen Sie mit der 19% Mehrwertsteuer. Das schließt aber die Anwendung zu Hause nicht aus und das schließt auch nicht aus, dass Sie den exklusiven TV-Sonderpreis bekommen. Den bekommen Sie so oder so. Ja. Aber es ist einfach schon mal was ganz anderes, wenn du unterwegs bist mit so viel Strom. Ne? Also auch Strom, den du immer wieder neu generieren kannst durch die Solarpaneele. Und wenn wir jetzt gleich auch nochmal zurück im Studio sind jetzt, das Solarpanel ist ja auch genauso mobil und genauso flexibel das einsetzbar. Ist es ja, ne? Das schauen wir uns gleich nochmal an. Schauen wir uns jetzt erstmal nochmal den TV-Sonderpreis an. Hier in der 19% Mehrwertsteuer, die ZX3145 und die 569 ist die Bestellnummer für den genialen Preis von 1.308,99 €. Das Solarpanel, du hast es eben gerade auch hervorgeholt, super flach zusammen zu falten. Und da kommt ja auch ordentlich was rum, ne? Es kommt ordentlich was rum mit diesen 240 Watt und es nimmt auch nicht viel Platz weg. Sie haben es ja gesehen, hier auf der Bühne jetzt aufgebaut, natürlich, riesengroß. Aber wenn wir es zusammenfalten, ist ja wirklich wie ein Tapeziertisch. Ich denke gerade, wenn Sie mit dem Camper unterwegs sind, da gibt es ja hinten so diese Bordgarage, wo Fahrräder und sowas alles drin sind. Da passt das wunderbar rein. Da passt das wirklich wunderbar rein. Und dann haben Sie Ihre eigene, nie versiegende Stromquelle. Das ist doch Wahnsinn. Du kannst tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang unterwegs sein. Ja. Du hast dein Stromgerät, da kannst du alle benutzen, siehst aber nie eine Steckdose. Das ist so genial. Das ist luxuriöses Campen, was nicht viel kostet jetzt. Ja. Weil Sie müssen den Preis auch noch mal in Relation sehen. Und das ist auch der Grund, weshalb es auch in der gerade eingeblendeten 0% Mehrwertsteuer so beliebt ist. Sie haben ja den Strom quasi zum Nulltarif. Ne? Die Sonne scheint jeden Tag, auch im Urlaub, auch wenn sie sich mal hinter Wolken versteckt. Aber das ist ja Strom, der sie nichts kostet. Und deswegen blenden wir hier auch noch mal die 0% Mehrwertsteuervariante ein. Wenn Sie für zu Hause bestellen, dann können Sie das genauso natürlich tun und dann auch hier von der 0% Mehrwertsteuer profitieren. Die Bestellnummer gibt es noch ganz kurz von mir, die MW1007 und die 569 ist das. Und wir haben noch eine Alternative für Sie, auch die noch mal zum grandiosen TV-Sonderpreis, wie ich gerade sehen kann. Hier bleibt das Solarpanel, was wir gerade schon kennengelernt haben, gleich. Nur den Stromspeicher wechseln wir jetzt einmal aus. Ja, ich wechsle ihn mal eben aus. Es ist wirklich so, dass diese Stromspeicher, diese tragbaren Steckdosen, die sind wirklich tragbar. Schauen Sie mal, mit einem Arm kann ich das normal tragen. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, wie ich eben das Solarpanel auch noch hatte, bin ich ein wandelndes Solarkraftwerk. Mhm. Das ist ja so. Und das eben mit einer Technik, die sich gewaschen hat hier eben. Weil wir wirklich alles, was wir tatsächlich hier Ihnen vorstellen, ist Hightech vom Feinsten. Mhm. Sie kriegen hier die modernen Akkus mit diesen Tausenden von Ladezyklen und eben dieses Solarpanel noch dazu, womit Sie sich immer wieder selber mit Strom versorgen können. Auch hier, das stecken Sie, dieses Kabel stecken Sie ganz einfach rein. Das ist 5 Meter lang, das Kabel. Das heißt, Sie müssen das nicht so wie wir hier jetzt direkt nebeneinander hinstellen. Sie können das in die Sonne legen und Ihren Stromspeicher ganz einfach in den Schatten, da wo Sie sind, und sich wohlfühlen. Und dann sind auch hier wieder unzählige Möglichkeiten natürlich, sich unterwegs mit richtig viel Strom zu versorgen. Das ist der Luxus. Das ist das, wovon wir also immer geträumt haben, dass wir unsere Geräte, an die wir uns zu Hause gewöhnt haben, ohne die wir nicht mehr leben, ich sage mal leben können. Natürlich können wir ohne die leben, aber es ist doch viel, viel schöner, wenn man hier alles dabei nimmt. Wie hast du es gesagt vorhin? Camping ist überstehen. Entschuldigung, ja. Ja, oftmals ist es auch einfach so, da wollte ich jetzt den Campingfans hier unter uns nicht zu nahe treten. Ich weiß, wir haben einige Campingfans. Aber ja, für mich ist es oft so, Camping stelle ich mir als ein sehr, sehr schönes Abenteuer vor. Ja. Aber ich glaube, so ein Abenteuer hätte ganz schnell eine Grenze bei mir, wenn ich irgendwann merke, mir fehlen einfach gewisse Dinge. Ja. Aber so ein Abenteuer kann ich ganz anders genießen, wenn ich weiß, das Wichtigste habe
ich und habe es nicht nur dabei, sondern ich kann es auch wirklich benutzen mit dem Stromspeicher. Deswegen, ich würde sagen, so macht es das Abenteuer nicht nur erträglich, sondern es macht es dann auch wirklich zu einem runden Abenteuer. Sagen wir es lieber so, oder? Wir schauen uns mal den genialen TV-Sonderpreis nochmal genauer an dieser Stelle. Normalerweise liegt der Preis nochmal bei knapp 1.800 Euro. 1.499,99 Euro ist vergleichsweise Ihr TV-Sonderpreis hier in der 19% Mehrwertsteuervariante. Das heißt, auch in der 19% Mehrwertsteuervariante sehen Sie hier, sparen Sie im dreistelligen Bereich. Also wo fast 300 Euro. Fast 300 Euro. Boah. Also da wüsste ich gerade im Campingurlaub sehr viel Sinnvolleres damit anzustellen. Ich würde mir die schönsten Campingplätze jetzt für den nächsten Urlaub raussuchen, wenn ich weiß, ich habe jetzt hier in der Anschaffung 300 Euro gespart. Ja. Das ist drin, würde ich sagen. Ja, es ist ja auch, weißt du, diese Wohnmobile. Ich fahre ja sehr viel Autobahn, also montags aus Bremen hier hin und freitags von hier wieder zurück nach Bremen. Es kommt einem ja so vor, als wenn jedes zweite, dritte Auto ein Wohnmobil heutzutage ist auf der Autobahn. Ist ja auch ein richtiger Boom, ne? Es ist ein richtiger Boom, ne? Weißt du, was ich auch ganz, ganz viel sehe? Das sind so diese selbst ausgebauten Vans, ne? Und auch gerade da hast du nicht so einen Schnickschnack vorinstalliert, sondern du musst für diesen Schnickschnack, der aber hier wirklich lohnenswert ist, musst du selber sorgen einfach, ne? Ja. Und das ist ja auch das Schöne, das ist ja auch ein Projekt irgendwie. Und dieses Projekt willst du rund gestalten und dieses Projekt, das hört auch nie auf. Ne? Ja. Man will sich immer verbessern und da gehört die Stromreserve jetzt als Sahnehäubchen auf die nächste Tour obendrauf. Ja, es ist so einfach, du hast gesagt, einfach nachzurüsten und preiswert im Vergleich dazu, wenn Sie sowas jetzt im Campingfachhandel nachrüsten lassen, auch wenn man sich ein neues Campingmobil gönnt. Ne? Mhm. Dann hört man immer diese Preise, 70, 80, 90 geht's los, 1.000 wohlgemerkt. Und dann, da brauchen Sie aber noch eine Solaranlage zu und dies und das und jenes, das geht dann schnell nochmal 30, 40.000 hoch. Hier, diese Anlage ist wirklich ein unglaublicher Preis, unter 1.500 Euro, den habe ich noch nicht gesehen. Sie sparen 300 Euro im Vergleich zu Pearl.de fast. Das ist der Wahnsinn. Der Speicher selber, ich finde den auch super schick. Der sieht schon mal sehr, sehr spacig aus. Ja. Wir haben vorne, ich sag mal kurz was dazu hier. Den kann man natürlich hier auch an so einem Gartenhäuschen anbringen oder so ein Schrebergartenhäuschen. Das ist ja auch so eine Sache. Weißt du, viele, viele Schrebergärten haben gar keinen Strom. Schade. Ich weiß nicht, warum die Regel haben, aber wenn ich so einen Schrebergarten habe, dann möchte ich doch mir Kaffee kochen. Ich möchte Samstagabends meine Sportschau gucken, Licht haben abends und keine Kerzen. All diese Sachen sind jetzt möglich hier mit so einer Anlage. Mal so eine Party machen mit Musik. Ja, das ist doch irre, oder? Mit einer Musikbox, mit einer Warmhalteplatte vielleicht für meinen Chili con Carne. Kühlbox. Ja, Kühlbox. Für kalte Getränke. Ne? Ja, sehr schön. Und boah, Licht. Und wir haben hier so viel Strom drin. Unser Sommer mit unserer Stromreserve. Wirklich, ja. Das ist auch eine wunderbare Anwendung. Und übrigens sind wir da natürlich auch jetzt in dem aktuellen Preisgefüge unterwegs. In der 19% Mehrwertsteuer. Also da können Sie auch den Schrebergarten gerne mit bedenken. Ich glaube, das ist auch was sehr viele sehr schätzen werden. Vor allem, du kannst das Solarpanel wunderbar dann einklappen. Entweder im Auto, dann mitnehmen, wieder nach Hause. Ist ja nicht viel Aufwand. Du kannst das eine in die eine Hand nehmen, Stromspeicher in die andere Hand. Und dann kannst du es auch wunderbar verstauen im Schrebergartenhäuschen, wenn du eins hast. Ja. Also wahnsinnig flexibel einfach. Ja, es ist einfach, früher, wenn man irgendwo draußen war und Strom brauchte, dann hat man so einen Dieselgenerator, Aggregat, irgendwas, was Benzin oder Diesel geschluckt hat, einen Höllenlärm gemacht hat. Musstest Abgase. Du erstmal finden, vom Nachbarn besorgen, den fragen, kann ich mir das mal ausleihen? Und dann brauchst du 4, 5 Leute, um das Ganze dahin zu schleppen, wo es eingesetzt werden soll. Sie haben hier mächtig viel Strom drin, also sowohl von der Strommenge, die Sie rausholen können, als auch von der Kapazität. Und so ein Gerät ist eine Anschaffung, ich sage mal, fürs Leben, weil wir hier halt diese unglaublich vielen Ladezyklen haben, ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Es hat wirklich nur Vorteile hier, sowas dabei zu haben, mal draußen Strom zu haben, mal draußen richtigen Strom zu haben.
auf nichts verzichten müssen. Ja, weil sie hier so viel Strom haben, dass sie wirklich die allermeisten Geräte damit betreiben können. Auch für zu Hause eine wunderbare Möglichkeit, Stromkosten zu sparen. Deswegen gibt es hier von mir auch nochmal die 0% Mehrwertsteuervariante mit der Artikelnummer MW1274 und der 569. Diese Kombination bestellen Sie für den mobilen Einsatz oder für den Einsatz im Schrebergarten mit der ZX3365 und der 569. Ich muss sagen, ich finde es wunderbar, dass wir so viele Möglichkeiten haben bei Pearl, wie Sie Strom mitnehmen können. Garantiert war in dieser Sendung auch für Sie das Richtige dabei. Von ganz klein bis ganz, ganz groß. Also unabhängig vom Campingbereich, auch vom Bereich Einsatzbereich unterwegs, ist das mal gut, immer in der Handtasche mit dabei zu haben. Also bitte jetzt zum Hörergreifen bestellen. Und falls Sie wieder in den Urlaub fahren, ganz viel Spaß dabei.